meine Damen und Herren. Wir beschäftigen uns jetzt schon ein paar Tage mit der geometrischen Optik. Und das wird uns auch noch weiter beschäftigen, eine Zeit lang. Bisher haben wir insbesondere über die Reflexion an Spiegeln, an Ebenen und an sphärisch gekrümmten Spiegeln gesprochen und auch entsprechende Abbildungen besprochen. Jetzt beginnen wir über die Lichtbrechung zu sprechen. Und wie sich zeigt, ist das also auch ein sehr wesentlicher Aspekt, der es ermöglicht, eine Reihe von sehr nützlichen Abbildungen, optischen Abbildungen im Rahmen der geometrischen Optik darzustellen. Also wir sprechen über Lichtbrechung. Ja, wie kommt es überhaupt zur Lichtbrechung? Wenn Licht einfach durch ein homogenes Medium durchtritt, wird es ja nicht gebrochen. Wenn es sich mit immer gleichmäßiger Ausbreitungsgeschwindigkeit bewegt, wie das in einem homogenen Medium oder im Vakuum zu erwarten ist, dann kann man im Allgemeinen von Extremfällen, abgesehen, wenn man sich gerade in der Nähe eines schwarzen Loches befindet, würde das anders sein, aber das ist ja nicht im Alltag zu erwarten. Abgesehen von solchen Fällen wird sich das Licht dann einfach geradlinig ausbreiten. Wenn hingegen man zwei unterschiedliche Medien hat, oder Vakuum und ein Medium, und die beiden werden getrennt durch eine Grenzfläche, und da sprechen wir jetzt zunächst einmal über eine ebene Grenzfläche, dann kann es passieren, dass das Licht beim Durchtritt durch diese Grenzfläche gebrochen wird, und der Grund liegt darin, dass es im Allgemeinen in den verschiedenen Medien oder im Vakuum dann unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten gibt. Also das Entscheidende ist, dass wir uns also hier auseinandersetzen, kurz mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und da rentiert sich jetzt schon, dass wir einmal Bezug darauf nehmen, was wir ja schon besprochen hatten, nämlich, dass das Licht dargestellt werden kann als ein elektromagnetischer Wellenvorgang. Also jetzt einmal schauen wir uns die Geschichte wirklich als elektromagnetische Welle an. Und da hatten wir ja schon einen Ausdruck für die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wir hatten geschrieben, die Phasengeschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle beim Durchtritt durch ein Medium mit die Elektrizitätskonstante Epsilon und Permeabilität μ ist gleich 1 durch Wurzel aus Epsilon mal μ. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie wir auf diese Formel gekommen sind. Das hat sich relativ schnell ergeben, dadurch, dass man durch gewisse einfache Umformungen aus den Maxwell-Gleichungen zur Beschreibung der elektromagnetischen Felder die Wellengleichung ermitteln konnte. Und in der Wellengleichung steht ja die Phasengeschwindigkeit der Ausbreitung der entsprechenden Welle ja schon explizit drinnen und man kann sie sofort ablesen. Also daraus ergibt sich das. Und weiters werden Sie sich erinnern, jetzt sammeln wir wieder einige Goodies ein, die wir schon haben im Laufe der Vorlesung, dass die Dielektrizitätskonstante Epsilon definiert war als Epsilon 0 mal Epsilon R, also die elektrische Feldkonstante multipliziert mit der relativen Dielektrizitätskonstante. Und diese relative Dielektrizitätskonstante, das war wieder der Faktor, um den sich ein elektrisches Feld ändert, wenn es vorher im Vakuum war und nachher gibt man ein Medium hinein. Um diesen Faktor Epsilon R reduziert sich dann das elektrische Feld, was Sie noch sich erinnern, von dem Kondensatorversuch, wo wir die Glasplatte hineingeschoben haben und da ging die Spannung zurück und man es wieder herausholt, geht die Spannung wieder hinauf. Also diese einfachen Sachen kommen hier jetzt alle zum Tragen. Und andererseits die magnetische Permeabilität μ,
Das ist entsprechend μ0 mal μr, ganz analog. μ0 ist die magnetische Feldkonstante und das μr ist wieder der Faktor, der kann größer und kleiner als 1 sein, um den sich die magnetische Flussdichte ändert, wenn man also ein magnetisches Medium in den Bereich einbringt, wo sich das Feld befindet. Und da zeigt sich ja, dass dieses μr im Allgemeinen außerordentlich nahe an 1 ist, sodass man meistens gar nicht darauf Rücksicht nehmen muss, bis auf den Fall von ferromagnetischen Körpern, wo dieses μr sehr große Werte annehmen kann. Aber andererseits, Ferromagnetiker eignen sich schlecht für Transport von Licht. Das Licht geht nicht durch. Also mit Ferromagnetika haben wir da sowieso nichts am Hut sozusagen. Und wenn wir andere hernehmen, dann ist das μr so nahe bei 1, dass man darauf meistens keine Rücksicht nehmen braucht, sodass es also das Epsilon r ist, auf das es hier ankommt. Wir können also jetzt mit diesen Bezeichnungen, die wir ja hatten, können wir diese Phasengeschwindigkeit noch einmal aufschreiben. Das ist also dann 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 μ 0 mal 1 durch Wurzel aus Epsilon r μ r. Nicht? Epsilon 0 Epsilon r, μ 0 μ r ist gerade Epsilon mal μ, so wie wir es hier aufgeschrieben hatten. Naja, und daraus ergibt sich auch, dass man schreiben kann, dieses 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0, das ist ja die Größe, die sich darauf bezieht, wenn man das hier nimmt und aufs Vakuum spezialisiert. Denn im Vakuum ist das Epsilon r natürlich 1 und das μ r gleich 1 und Epsilon wird Epsilon 0, μ wird μ 0, deswegen gibt es ja auch diese etwas zweideutige Bezeichnung sozusagen oder nicht so besonders glückliche Bezeichnung, dass man sagt, Epsilon 0 ist die Elektrizitätskonstante des Vakuums, stimmt zwar, vermittelt aber so den Eindruck, dass das Vakuum jetzt eine Dielektrizitätskonstante hat. Das ist eben dann die magnetische Feldkonstante, wie auch immer. Dieses 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0 ist daher natürlich, wenn man das aufs Vakuum spezialisiert, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, die Phasengeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum. Und das haben wir also des Öfteren als C0 bezeichnet. So bleibt also dann nur C0 mal 1 durch diese Wurzel oder C0 durch Epsilon r mal Wurzel aus Epsilon r mal μr, wobei man dann noch dazu schreiben kann, wenn man also das jetzt so aufgeschrieben hat, dass man da dann meistens das etwas μr weglassen kann. Das mache ich aber nicht hier, sondern zwei Zeilen später, weil jetzt kommen wir zu einer wesentlichen Größe hier, nämlich dem sogenannten Brechungsindex. Und damit kommen wir wieder also in den unmittelbaren Dunstkreis der Optik sozusagen. Das war ja bis jetzt eigentlich nur elektromagnetische Wellen und ihre Ausbreitung in verschiedenen Medien. Aber das bezieht sich jetzt insbesondere natürlich dann auf optische Anwendungen, weil der Brechungsindex wird also definiert, der Brechungsindex eines Mediums, als einfach das Verhältnis von der Vakuumgeschwindigkeit, also von der Ausbreitung des Lichtes oder elektromagnetischer Wellen im Vakuum, dividiert durch die Phasengeschwindigkeit des Lichtes in dem betrachteten Medium. Das C0 ist auch eine Phasengeschwindigkeit. Das ist die Phasengeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum. Und das ist aber dann auch dort gleich der Gruppengeschwindigkeit, weil das hatten wir schon bei den Wellen damals gehabt, wenn eine Welle keine Dispersion zeigt, also die Ausbreitungsgeschwindigkeit sich nicht ändert mit der Wellenlänge, und das ist ja im Vakuum der Fall,
dann ist die Phasengeschwindigkeit gleich der Gruppengeschwindigkeit und es gibt faktisch da nur eine Geschwindigkeit, eben die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Aber bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Medium muss man da schon aufpassen, weil wie wir jetzt gleich im Weiteren besprechen werden, zeigen also die Medien typischerweise sehr wohl Dispersion und dann macht es einen Unterschied, ob man von Gruppe- oder Phasengeschwindigkeit spricht und da ist es besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich hier also um die Phasengeschwindigkeit handelt, um die, von der wir hier sprechen, weil das eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist, die in der Wellengleichung drinnen steht und von dort kommt das Ganze ja. Also C0 durch V-Phase und daher ist es natürlich jetzt leicht, dass man sich dieses N auch ausrechnet, aufgrund dessen, was wir da gerade aufgeschrieben haben. Naja, C0 durch V-Phase, naja, dann nehmen Sie da das V-Phase herüber und die Wurzel da herüber, dann haben Sie schon C0 durch V-Phase und es bleibt stehen, Wurzel aus Epsilon R mal μ R und das ist also meistens ungefähr gleich 1, so bleibt also da dann stehen, ungefähr Wurzel aus Epsilon R. Also da sind jetzt zwei Sachen für Sie wichtig zu merken. Einerseits, was ist der Brechungsindex? Da höre ich oft die merkwürdigsten Antworten bei den Prüfungen. Der beschreibt halt die Brechung. Na ja gut, aber was ist das also jetzt? Dann weiß man es ja erst nicht. Das ist total einfach. Das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit durch die Phasengeschwindigkeit des Lichtes in dem jeweils betrachteten Medium. Na, wird der jetzt größer oder kleiner als 1 sein, dieser Brechungsindex? Was schätzen Sie? Größer gleich 1, sagt der Kollege zu Recht. Naja, weil ja im Allgemeinen die Phasengeschwindigkeit des Lichtes in einem Medium langsamer sein wird als im Vakuum. Also C0 durch V-Phase wird eine Zahl größer gleich 1 sein. Im Vakuum natürlich ist es 1, naja, weil dann haben Sie ja da Epsilon R und μ R ist ja dann 1 und dann bleibt ja da nichts ungleich 1 stehen. Und wenn man also dann so Experimente durchführt, wir werden das ja dann heute auch noch machen in der Vorlesung, aber wenn man das konkret quantitativ durchführt, dann kommt man drauf, wie groß denn so typischerweise Brechungsindizes sind. Sie sollen sich ja was vorstellen können darunter. Naja, weiß jemand von Ihnen, was etwa Glas so typischerweise für einen Brechungsindex hat? 1,3 ist eher Wasser, Glas ist 1,5. Also wunderbar, so irgendwo dort liegen wir. Also es ist eine dimensionslose Zahl, das ist einmal wichtig. Das ist ja das Verhältnis zweier Geschwindigkeiten und das ist nichts so wüst Riesiges wie 10 oder 100, sondern typischerweise liegt das so ein bisschen oberhalb von 1. Aber das reicht, wie Sie sehen werden, dass es doch zu nennenswerten Brechungsvorgängen kommt, wenn man zum Beispiel von der Luft ins Glas oder umgekehrt geht. Und diese Brechungsvorgänge eignen sich also hervorragend in vielerlei Anwendungen, um optische Abbildungen durchzuführen und ähnliches mehr. Also das ist der Brechungsindex. Merken Sie sich das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit zu der Lichtgeschwindigkeit, der Phasengeschwindigkeit in dem jeweils betrachteten Medium. Na und jetzt wollen wir uns also, nachdem wir das jetzt wissen, uns anschauen, wie wird es denn nun sein, wenn man das Licht an einer ebenen Grenzfläche bricht. Wir schauen uns also jetzt an, Brechung des Lichtes an einer ebenen Grenzfläche. Und bevor wir das also jetzt konkret durchführen, sodass wir das uns dann auch richtig ausrechnen können und die entsprechende Gesetzmäßigkeit dazu
finden, wollen wir uns das einmal anschauen auf der Ihnen schon bekannten Hartl-Scheibe. Die hatten wir ja schon verwendet, um Reflexionsvorgänge darzustellen. Jetzt kann man diese Hartl-Scheibe aber auch verwenden, um Brechungsvorgänge darzustellen. Und da haben wir so eine Anordnung, wo man wieder von links kommen, schalten es gleich ein bitte, die Laserstrahlen hier zur Verfügung hat. Und wir schauen uns also insbesondere jetzt nur einen Strahl an, der da so durch den Mittelpunkt dieser Hartl-Scheibe durchgeht. Und wir haben da das so dargestellt, dass wir so eine halbkreisförmige Glasplatte hier angebracht haben. Wenn man jetzt diese Glasplatte dreht, dann wird beim Einfall des Lichtes auf diese halbkreisförmige Platte der Einfallswinkel immer so sein, dass das Licht senkrecht auf diese Grenzfläche trifft und wird daher dort auch gar nicht gebrochen werden, sondern erst dann beim Austritt aus dieser Fläche durch diese plane, ebene Grenzfläche wird es zur Lichtbrechung kommen. Wenn ich also hier drehe, dann sehen Sie, dass das Licht weiterhin geradlinig sich ausbreitet bis zu der Grenzfläche, wo es dann wieder aus dem Glas austritt. Und dann sehen Sie ganz deutlich, dass es eine Brechung des Lichtes gibt, und zwar so, dass der Winkel, unter dem dieses Licht ausfällt, gemessen zum Lot auf diese Grenzfläche größer wird. Sie sehen, es wird weg vom Lot gebrochen, wenn Sie aus dem Glas in Luft bzw. Vakuum übertreten. Und das passiert natürlich in der anderen Richtung auch in gleicher Weise. Auch haben Sie hier wieder die Situation, dass das Licht vom Lot gebrochen wird, wenn es aus dieser Platte hier austritt. Wir werden das jetzt noch so beibehalten und kurz darauf uns diese Situation hier noch einmal betrachten. Jetzt einmal haben wir nur gesehen, es gibt also hier eine Brechung, wenn man aus dem Glas in die Luft übertritt. Und Sie können sich schon vorstellen, es wird umgekehrt analog sein. Wenn der Strahl von der anderen Seite kommen würde, dann hätte man in dem Fall dann natürlich eine Brechung zum Lot. Hier jetzt beim Austritt aus dem Glas, was wir als das optisch dichtere Medium bezeichnen, weil es einen höheren Brechungsindex hat als das Vakuum, das hat ja 1, tritt eine Brechung vom Lot auf. Also das haben Sie jetzt einmal mit diesem Experiment, glaube ich, deutlich gesehen. Und warum das da drüben so halbkreisförmig ist, hat den Sinn, ich wiederhole es noch einmal, dass man dadurch erreicht, dass bei Drehung dieses Körpers an dieser Fläche hier dauernd keine Brechung austritt, weil stets der Lichtstrahl senkrecht auf die entsprechende Glasoberfläche hier eintritt. Dafür haben wir hier so diese Form dieses Glaskörpers hier gewählt. Gibt es da eine Frage dazu? Haben Sie das Experiment gut verstanden? Lichtbrechung an der Hartl-Scheibe. Okay, vielen Dank, Herr Litschauer. Naja, jetzt wollen wir aber auch verstehen, wieso es dazu kommt. Und da wollen wir also die Situation uns konkret anschauen, die sich also dadurch ergibt, dass an einer Grenzfläche zwischen zwei Medien, wobei das eine das dichtere und das andere das dünnere Medium ist, also haben wir hier zum Beispiel ein N1 und da haben wir ein N2.
das kleiner als N1. So nehmen wir das heute an. Das N2 sei kleiner als N1. Ich wiederhole, wir bezeichnen dann das Medium hier als das optisch dichtere Medium. Das hat aber jetzt nichts mit der Massendichte zu tun. Das nennen wir halt optisch dichter, weil es einen höheren Brechungsindex hat als das. Das ist das optisch dünnere Medium. Naja, und jetzt lassen wir da also eine ebene Lichtwellenfront einfallen. Zeichne da hier einmal so Lote ein auf diese Grenzfläche. Und da tritt also unter einem solchen Winkel, sagen wir, treten hier Lichtstrahlen ein. Und das entspricht also dem Eintreten von ebenen Wellenfronten, die sich halt da hier an diese Grenzfläche heranbewegen. Die stehen so senkrecht, da gibt es eine Wellenfront und dann gibt es natürlich auch hier eine entsprechende Wellenfront. Die stehen alle senkrecht auf diese Lichtstrahlen, die auf diese Grenzfläche auftreffen. Naja, und jetzt wissen wir, dort, wo der Brechungsindex größer ist, dort ist dann die Phasengeschwindigkeit kleiner. Das heißt, in dem oberen, dichteren Medium ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes langsamer als in dem unteren, dünneren Medium, dem optisch dünneren Medium. Jetzt bezeichnen wir das einmal als Alpha 1. Das tritt natürlich auf der anderen Seite hier wieder auf, klarerweise. Alpha 1. Den Einfallswinkel, immer gerechnet zum Lot. Na ja, und wie wird sich jetzt das Licht in dem zweiten Medium weiter ausbreiten? Na, da überlegen wir uns einmal, was da passiert. Wenn die Wellenfront zu einem bestimmten Zeitpunkt hier angekommen ist, dann trifft sie hier an dieser Stelle die Grenzfläche zwischen den beiden Medien. Und dann bewegt sich die Wellenfront weiter und nach einer gewissen Zeit Delta T trifft dann diese selbe Wellenfront diesen Punkt hier, der an dieser Stelle dann eben auch an der Grenzfläche liegt. Das heißt, dieses Stück hier, das ist nichts anderes als die Phasengeschwindigkeit V Phase im Medium 1 mal diesem Zeitintervall Delta T. Ja? Zunächst einmal trifft diese Wellenfront einmal hier ein und um einen Zeitraum, ein Zeitintervall Delta T später, trifft es hier ein. Dabei hat sich das Licht um diese Strecke weiter ausgebreitet. Und das heißt natürlich nichts anderes, diese Wellenfront breitet sich weiter aus, also Phasengeschwindigkeit in dem Medium mal diesem Zeitintervall ist gerade die Wegstrecke, über die sich dieses Licht ausbreitet innerhalb dieses Zeitintervalls Delta T. Ich glaube, das ist klar. Und jetzt ist der entscheidende Punkt der, dass wir davon ausgehen können, dass hier das schon mehrfach erwähnte Huygens-Fresnelsche Prinzip angewendet werden kann. Das besagt ja, dass wenn ein Punkt von einer Wellenfront, von einer primären Wellenfront getroffen wird, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Punkt dann eben Ausgangspunkt einer sekundären Kugelwelle ist. Das heißt, wenn also hier jetzt dann diese Wellenfront, diese Primärwellenfront auftrifft, dann kann ich davon ausgehen, dieser Punkt ist Ausgangspunkt einer neuen Kugelwelle. Und während sich da diese Wellenfront weiter bewegt, werden immer mehr Punkte längs dieser Strecke von A nach B, nennen wir mal so, diese Punkte, wenn man das B da besser, glaube ich, innen bitte, na, kann man schreiben außen, ja.
von A nach B hier betrachten, werden diese Punkte alle von der Wellenfront getroffen und werden Ausgangspunkte von sekundären Kugelwellen. Und wir schauen uns jetzt insbesondere die Situation an, wo dann nach dem Zeitintervall Delta T diese primäre Wellenfront hierher gekommen ist. Dann hat sich in dem Zeitintervall Delta T diese Kugelwelle, die von hier aus ausgeht, um eine Strecke V Phase 2, also der Geschwindigkeit im zweiten Medium, mal demselben Delta T ausgebreitet. Aber nachdem das das optisch dünnere Medium ist, breitet es sich auch schneller aus. Und daher wird es also insbesondere so sein, dass wir dann hier eine Ausbreitungsrichtung bekommen, so dass diese Strecke hier jetzt gerade gleich sein wird, V Phase 2 mal dasselbe Delta T. Es ist ja ein und dieselbe Zeit, dasselbe Zeitintervall, das vergangen ist, um das da hier weiterzugehen, also wie das hier sich weiter ausbreitet. Und Sie können davon ausgehen, jetzt gibt es da lauter so Kugelwellen, die sich da hier von verschiedenen Punkten ausgehen, bilden, bis letzten Endes hierher, lauter Mittelpunkte. Und die Einhüllende aller dieser Kugelwellen, die im Zuge des Heranrückens dieser Wellenfront an die Grenzfläche von den jeweils getroffenen Punkten ausgehen, bilden dann eine neue Wellenfront, die dann einen anderen Winkel einschließt. Und die Ausbreitungsrichtung ist natürlich immer senkrecht auf die Wellenfront, so wie auch da oben. Und damit kriegen Sie hier eine Ausbreitung in einer neuen Richtung, die gegeben ist dadurch, dass diese Strecke hier jetzt V Phase 2 mal Delta T ist. Das Delta T ist in beiden Fällen dasselbe Zeitintervall. Das Zeitintervall, wo hier die primäre Wellenfront diese Strecke zurückgelegt hat, und das ist dann im gleichen Zeitintervall, breitet sich diese sekundäre Kugelwelle um die Strecke V Phase 2 mal Delta T hier aus. Die Idee hier ist eben die Anwendung dieses Huygens-Frenelschen Prinzips, dass man eben die Punkte auf der Grenzfläche hier als solche Punkte auffasst, die von der ebenen Primärwellenfront getroffen werden, Ausgangspunkte von neuen Kugelwellen sind, die sich alle schneller ausbreiten als in dem ersten Medium, weil es ja optisch dünner angenommen wurde und dadurch eine neu gelegte Wellenfront bilden als Einhüllende aller dieser Kugelwellen, wodurch dann die Brechung zu verstehen ist. Ist das verständlich oder gibt es da Fragen dazu? Wollen wir zunächst einmal diesen einfachen Fall weiter besprechen, denn jetzt wollen wir ja aus dem erst einmal das Brechungsgesetz ermitteln, das sich daraus ergibt. Und in weiterer Folge werden wir dann schauen, wie wir dieses Verhalten dazu nützen können, die Ausbreitungsrichtung des Lichtes zu verändern. Natürlich wird man innerhalb dieses anderen Mediums nach wie vor die gleiche Lichtfrequenz haben, aber man wird unterschiedliche Lichtwellenlängen kriegen. Die Frequenz ist ja die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Die Wellenlänge hängt damit zusammen, wie weit sich die Welle während einer solchen Schwingungsperiode ausbreitet. Wenn sie sich wohl langsamer ausbreitet, dann schoppen sich die Wellen mehr. Wenn sie sich schneller ausbreiten, dann sind die Wellenberge und Wellentäler, die Wellenfronten weiter auseinander. Die Wellenlänge wird sich ändern, die Frequenz allerdings, die wird immer konstant bleiben.
Okay. Also, wenn wir das hier als gegeben akzeptieren, dass wegen Huygens-Fresnel sich hier eine Veränderung der Lage der Wellenfronten ergibt, können wir hier sofort jetzt relativ leicht die entsprechenden Winkel bestimmen. Wir haben hier dann einen Winkel Alpha 2, der tritt auch hier auf. Und wesentlich ist natürlich jetzt, dass wir herausfinden, wie können wir diese Winkel bestimmen, wie hängen die miteinander zusammen. Nun, da schauen wir uns einmal den Sinus von Alpha 1 an. Na, der Sinus von Alpha 1, das sieht man ja sofort, das ergibt sich daraus, dass dieser Winkel Alpha 1 auch hier auftritt. Zu dem Schenkel, also zu dieser Richtung, ist diese Richtung normal und zu dieser Richtung die, daher sind das Normalwinkel. Und Alpha 1 tritt auch hier auf. Naja, und da sehen Sie ja jetzt, der Sinus Alpha 1, der ist ja, wie Sie alle wissen, gegen Kathete durch Hypotenuse, also der ist V Phase 1 mal Delta T. Durch die Hypotenuse ist die Strecke AB. Und andererseits haben wir den Sinus von Alpha 2. Auch das können wir sofort ermitteln, denn jetzt haben wir da den Winkel Alpha 2, der tritt auch hier auf. Weil senkrecht auf die Richtung steht die, senkrecht auf die steht die, das sind wieder normalen Winkel. Und da können wir dieses rechtwinkelige Dreieck betrachten und der Sinus von Alpha 2 ist wieder gegen Kathete durch Hypotenuse, also V Phase 2 mal Delta T. Dividiert durch diese selbe Strecke AB zwischen diesen beiden Punkten innerhalb dieser Grenzfläche, die wir halt in dieser Darstellung gewählt hatten. Naja, und jetzt brauchen wir ja nur diese beiden Sinuswerte durcheinander durchdividieren und wir kriegen Sinus Alpha 1, hab ich es gemacht? Ja. Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 und da sehen Sie also jetzt, was kommt heraus, wenn Sie das durchdividieren, dann fällt das Delta T heraus, es ist ja die gleiche Zeit, um die es da geht, es fällt dieses gleiche diese Distanz AB heraus, es bleibt einfach nur stehen, V Phase 1 dividiert durch V Phase 2. Na und jetzt wollen wir doch schauen, ob wir das mit den Brechungsindizes in Beziehung setzen können. Wie war denn das? Der Brechungsindex hängt mit der Phasengeschwindigkeit des Lichts im Medium verkehrt proportional zusammen. Also C0 durch V-Phase. Wenn wir jetzt da V-Phase 1 durch V-Phase 2 haben, dann entspricht das daher N2 zu N1. Denn dort, wo die Phasengeschwindigkeit größer ist, da haben Sie dann entsprechend auch, wenn die Phasengeschwindigkeit größer ist, den kleineren Brechungsindex. Daher muss das reziprok zueinander sich ergeben. Und das schreibt man oft in der Form auf, dass man da jetzt das N1 da herüber und den Sinus Alpha da herüberbringt und kriegt daher N1 mal Sinus Alpha 1 gleich N2 mal Sinus Alpha 2. Und hier haben wir es schon. Das Brechungsgesetz beim Durchtritt des Lichtes durch eine solche Grenzfläche und dieses Brechungsgesetz, das ist dann auch das entsprechende Snelliusche Brechungsgesetz. Snellius,
ist auf dieses Brechungsgesetz erstmals draufgekommen. Naja, jetzt kann man sich natürlich anschauen, ob das jetzt wahr ist, was wir vorhin schon gesehen haben, dass nämlich, wenn das zweite Medium das dünnere Medium ist, das optisch dünnere, dass das auch vom Lot gebrochen wird. Naja, diese Winkel Alpha 1 und Alpha 2, die können ja zwischen 0 und 90 Grad liegen, mehr nicht. Das heißt, innerhalb dieses Bereiches ist der Sinus zwar natürlich keine lineare, aber eine monotone Funktion. Also wenn der Winkel größer wird, wird auch der Sinus größer. Wenn der Winkel 0 ist, ist der Sinus 0 und bei 90 Grad ist er dann 1. Und über diesen Bereich ist er zwar nicht linear, aber steigt monoton mit dem Argument, also mit dem Winkel an. Das heißt, was wir hier kriegen ist, wenn wir hier haben N1 mal Sinus Alpha 1 gleich N2 mal Sinus Alpha 2 und N2 ist kleiner als N1. Naja, damit das stimmt, muss dann das Alpha 2 wieder größer als das Alpha 1 sein, damit sich das so ausgeht, dass das gleich wird. Also wenn N2 kleiner ist, muss dafür Alpha 2 größer sein als die entsprechende Größe da herüben, damit wir Gleichheit kriegen. Und das bedeutet, wenn das Alpha größer ist, Brechung vom Lot weg, beim Übergang vom dichteren ins dünnere Medium. Gut verstanden? Nicht vergessen. Ein ganz wichtiges Gesetz. Jetzt ist natürlich ein wichtiger Fall der, den wir hier auch bei dieser Hartl-Scheibe schon gehabt haben, dass wir nicht einfach von einem Medium zu einem anderen übergehen, sondern von einem Medium ins Vakuum. Das heißt, der andere Brechungsindex wird gleich 1 werden. Also wir schauen uns jetzt den Spezialfall an, dass das Medium 2 das Vakuum ist. Naja, das bedeutet, was bedeutet das? Dass der Brechungsindex des zweiten Mediums gleich 1 ist. Denn im Vakuum ist der Brechungsindex gleich 1. Ja, und dann können wir das natürlich sofort entsprechend aufschreiben. Was ergibt sich dann in diesem Spezialfall aus dem Brechungsgesetz? Na, da erhalten wir dann, da gehen wir am besten von dem Brechungsgesetz hier aus, setzen also das N2 gleich 1 und was uns dann bleibt, ist, dass also der Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 gleich ist. Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 ist N2 zu N1, N2 ist aber 1, ist das also 1 zu N1. Man kriegt das auf die Art und Weise nur mit Hilfe dieses einen Brechungsindex hier, das Verhältnis dieser beiden Sinuswerte. Im Übrigen möchte ich hier bei dieser Stelle noch anmerken, dass man manchmal auch einen relativen Brechungsindex definiert. Wir bezeichnen einen relativen Brechungsindex in der Weise, dass wir schreiben ein N2,1, das ist dann nichts anderes als N2,1 ist definiert in dem Fall, wenn man übergeht von einem Medium zum anderen, als das Verhältnis V Phase 1
durch V Phase 2 und entsprechend dem, was wir da hier stehen haben, ist das nichts anderes als N2 zu N1. Also diese Größe N2 zu N1, die in dieser Formel vorkommt, das nennt man oft auch den relativen Brechungsindex und man bezieht sich damit darauf, dass man eben das Verhältnis der beiden Medien zueinander betrachtet. Ich halte es aber persönlich für günstiger, den Brechungsindex in der Weise, wie wir ihn hier definiert haben, immer auf ein bestimmtes Medium zu beziehen und dann das Snelliusche Brechungsgesetz in der Form aufzuschreiben und nicht so in der Weise, obwohl es identisch ist, wo ja dann drinnen dieser relative Brechungsindex hier drinnen stehen würde. Da muss man in dem Fall dann darauf aufpassen, dass da Alpha 1 und da N2 und da Alpha 2 und da N1 steht. In dieser Form ist das Gesetz, finde ich, wesentlich übersichtlicher und leichter zu merken. Also das ist der Spezialfall, wenn ein Medium das Vakuum ist. Jetzt wollen wir auch noch weiter spezialisieren. Jetzt wollen wir uns anschauen, was passiert denn, wenn das Licht jetzt, wenn es aus dem Medium ins Vakuum austritt, Medium 2 ist das Vakuum, das bleibt jetzt so, wenn das in das Medium austritt, dass dann die Brechung vom Lot so stark wird, dass der Lichtstrahl dann schon nur mehr streifend austritt. Das können wir uns wieder mit Hilfe der Hartl-Scheibe anschauen und Sie können sehen, wenn wir also da jetzt weitergehen und diesen Winkel größer und größer machen, dann kommt ja der ausfallende Strahl schon immer näher zu der Grenzfläche und wenn es dann wirklich streifend wird, dann tritt das Licht ja gar nicht mehr aus in das andere Medium, also ins Vakuum. Und die ganze Lichtenergie muss ja irgendwo hin und kann dann nur mehr reflektiert werden. Diesen Fall nennen wir dann die Totalreflexion. Es gibt ja auch vorher schon eine Reflexion. Schauen Sie sich an, darauf habe ich vorher gar nicht so hingewiesen. Wenn man da anschaut, diese Brechung vom Lot, gibt es zwar schwach, aber doch auch eine gewisse Reflexion an dieser Grenzfläche. Aber beobachten Sie jetzt diesen reflektierten Strahl. Wenn ich weiter drehe, dann wird der immer stärker und in dem Fall, wo dann gar keine Lichtenergie mehr ins andere Medium übertritt, tritt dann praktisch der gesamte Strahl nur mehr als der reflektierte Strahl aus und das bleibt auch so. In dem Fall bleibt es jetzt bei Totalreflexion, nur wenn ich unter diesen Einfallswinkel gehe, dann habe ich die Lichtbrechung. Also das bedeutet, es muss hier einen Grenzwinkel geben, jenseits dessen dann das Licht gar nicht mehr ins andere Medium tritt und damit dann Totalreflexion auftritt. Da mit der Darstellung bei der Kamera sieht man nicht so deutlich, dass die beiden Strahlen gleich stark sind, aber man kann schon erkennen, dass bei der Reflexion, also bei der Überschreitung dieses Grenzwinkels, der Lichtstrahl deutlich stärker wird, als solange es noch einen Übergang ins andere Medium gibt. Ich möchte so in Parenthese erwähnen, obwohl wir das ja eben noch nicht jetzt näher untersuchen wollen, weil wir ja bei der geometrischen Optik bleiben, aber wenn man sich diesen Fall der Totalreflexion anschaut, dann zeigt sich, dass sehr wohl über die Distanz von circa einer Lichtwellenlänge das elektromagnetische Wellenfeld in das andere Medium einfällt. Aber nicht mehr. Es geht dort dann exponentiell zurück und die Reflexion findet nur in das ursprüngliche Medium wieder statt.
Man weiß das daher, weil man Experimente machen kann, wo man mit einem weiteren Medium, mit einer weiteren Grenzschicht, das trifft so ungefähr dorthin, was Sie da vorhin gemeint haben, Herr Kollege, da nahe an diese Grenzfläche herantritt und dann einen Teil von dem Licht dort abziehen kann, gewissermaßen. Aber das sind Vorgänge, die sich nicht im Rahmen der geometrischen Optik darstellen lassen, sondern das ist ein relativ komplizierter Vorgang, der die Wellenoptik erfordert. Also ich möchte es nur erwähnen, wenn man die Dinge wellenoptisch betrachtet, dann gibt es natürlich zusätzliche Effekte, die sich strahlenoptisch nicht zeigen. Aber was man jedenfalls strahlenoptisch, also geometrisch optisch zeigen kann, ist, wann Totalreflexion auftritt. Die Totalreflexion tritt also dann aus, wenn das Licht also einmal aus einem dichteren Medium ins dünnere eintritt, Licht vom dichteren zum dünneren Medium und das Licht streifend austritt. Streifend, das bedeutet, dass Alpha 2 gleich 90 Grad ist. Oder Pi halbe, wenn Sie wollen. Naja, in dem Fall ist es also so, dass man sich das gleich ausrechnen kann. Klammern wir da Medium aus, damit klar ist, was gemeint ist. Dann kann man sich diese Beziehung hier hernehmen. Und kriegt dann entsprechend, wenn Alpha 2 gleich 90 Grad ist, ist das Sinus von 90 gleich 1. Und es bleibt dann nur stehen, Sinus Alpha eben dieses Grenzwinkels ist dann 1 durch N1. Das ist der Grenzwinkel für die Totalreflexion. Wenn der Winkel größer wird, der Einfallswinkel, dann wird das Licht gar nicht mehr ins andere Medium eintreten können, bis auf diese kleine Distanz innerhalb einer Wellenlänge und praktisch die ganze Lichtenergie reflektiert werden. Und da gibt es eine Anzahl von wichtigen Anwendungen. Zum Beispiel beim Umkehrprisma. Also eine Anwendung ist ein Umkehrprisma. Wenn man sich das anschaut, da verwendet man da so ein Prisma, wo da ein Winkel von 90 Grad auftritt und wenn da Licht einfällt, fällt es hier unter rechtem Winkel ein und geht dann natürlich gerade durch, denn wenn der eine Winkel gleich 0 Grad ist, muss der andere auch gleich 0 Grad sein, damit das überhaupt geht und dann haben Sie also senkrecht, also direkten Durchtritt. Hier dann gibt es Totalreflexion und hier wieder den Austritt. Und wenn man das also dann mit zwei unterschiedlichen Strahlen betrachtet, nehmen wir als zweiten also da einen rot eingezeichneten, dann ist das zum Beispiel, dass der dann da durchtritt, hier reflektiert wird und hier wieder zurückgeht. Und Sie sehen hier schon, dass man da die Richtung von weiß nach rot in der Richtung und da in der Gegenrichtung hat, sodass es hier zu einem Umkehrvorgang kommt. Für Glas mit einem Brechungsindex von ca. 1,5
Beispiel Glas N ungefähr gleich 1,5 ergibt sich damit ein Grenzwinkel Alpha G von ca. 42 Grad. Und was also über 42 Grad ist, und da haben wir zum Beispiel 45 Grad in dem Fall hier, sind Sie bereits im Bereich der Totalreflexion. Eine andere wichtige Anwendung, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, die sich ganz wesentlich auf die Totalreflexion bezieht, ist der Lichtleiter. Da ist es so, dass in einem optisch leitenden Medium die Sache so gemacht wird, dass sich der Brechungsindex so verändert, dass nie irgendwo Licht aus diesem Lichtleiter austreten kann, sondern durch Totalreflexion immer weiter reflektiert wird, und auf die Art und Weise erreicht man dann, dass eben ein Licht praktisch ungehindert über längere Strecken durch einen solchen Lichtleiter bzw. eine Faseroptik durchgeleitet werden kann. Und das kann man auch recht schön, also nicht gerade den Lichtleiter, aber diese Totalreflexion auch noch mit einem Experiment zeigen, das der Herr Litschauer für Sie vorbereitet hat. Und zwar, wenn man sich die Reflexion an einer Flüssigkeitsoberfläche anschaut. Und da verwenden wir insbesondere eine Wasseroberfläche. Und da sehen Sie also hier, aus diesem zylindrischen Körper treten in verschiedenen Richtungen Lichtstrahlen aus. Innen in der Mitte gibt es eine Lichtquelle. Das befindet sich im Wasser. Hier ist die Grenzfläche zur Luft. Und Sie sehen schon, die senkrechten Strahlen gehen senkrecht durch. Schrägere Strahlen zeigen eine Brechung vom Lot. Und wenn wir das jetzt weiter drehen, dann können Sie erkennen, dass hier dann zunehmend die Totalreflexion sichtbar wird und dass dann da gar kein Lichtstrahl mehr sich nach oben fortsetzt, sondern dass man da dann die Totalreflexion nach unten in den Bereich des Wassers stattfindet. Das ist also, finde ich, mit dieser Darstellung eine besonders einprägsame Art und Weise, wie man sich die Wirksamkeit der Totalreflexion merken kann. Dankeschön, Herr Litschauer. Also so viel zur Lichtbrechung und zur Totalreflexion. Und jetzt möchte ich dazu übergehen, diese, haben wir für heute noch ein Experiment? Welches haben wir noch? Ja. Möchte ich dazu übergehen, dass wir anschauen, wie wir also diese Lichtbrechung dazu verwenden können, dass wir die Ausbreitungsrichtung eines Lichtstrahls, der auf ein solches Medium auftrifft, dass diese Ausbreitungsrichtung verändert wird. Und als eine erste konkrete Möglichkeit, uns das anzuschauen, betrachten wir eine planparallele Platte. Das können wir uns wieder auf der Hartl-Scheibe anschauen. Und wenn wir da auf eine planparallele Platte jetzt einen solchen Laserstrahl draufschicken, um uns anzuschauen, wie das Licht da gebrochen wird, dann sehen Sie gleich, dass in dem Fall, wenn man da die Platte jetzt in eine andere Position bringt, zum Licht, man zwar eine Brechung erkennt, in dem Fall geht es einmal zuerst von Luft ins Glas,
dann vom Glas wieder in die Luft. Zuerst zum Lot, dann wieder vom Lot. Aber man kann mit dieser optischen Anordnung letzten Endes die Ausbreitungsrichtung dieser Lichtstrahlen nicht verändern. Sie werden nur um ein Stück parallel verschoben. Und wenn das nicht zu große Winkel sind, zum Beispiel so, ist diese Parallelverschiebung auch nur um eine kleine Distanz. Das heißt, wenn man zwischen zwei planparallelen Flächen Licht durchschickt, tritt keine Richtungsänderung ein. Das ist natürlich unerfreulich, weil man möchte eigentlich aufgrund der Lichtbrechung auch eine Änderung der Lichtausbreitungsrichtung erreichen können, wenn Lichtstrahlen aus einem solchen optischen Teil hier, wie zum Beispiel der Platte, wieder austreten. Also die planparallele Platte schafft das nicht. Es kommt zwar zu einer Parallelverschiebung, das ist jetzt schon ziemlich extrem, aber das Licht geht weiterhin in der gleichen Richtung weiter. Wenn man also hier eine Änderung der Ausbreitungsrichtung des Lichtes erzielen möchte, dann geht das nicht mit der planparallelen Platte. Keine Richtungsänderung wird dabei erzielt. Und man kann sich das auch sehr schön klar machen. Ich zeichne das da für Sie noch einmal her. Was wir jetzt bei der Hartl-Scheibe gesehen haben, eine planparallele Platte. Da tritt hier ein Lichtstrahl ein. Der wird da einmal zum Lot gebrochen ins dichtere Medium und dann hier wieder in gleichem Maß vom Lot und läuft dann parallel zu dieser Einfallsrichtung nach der Platte wieder weiter. Also keine Änderung der Richtung der Lichtausbreitung nach Durchtritt durch eine planparallele Platte. Was kann man also tun, wenn man wirklich eine Richtungsänderung erzielen möchte? Naja, eben nicht planparallele Ebenen, sondern ein Prisma zu verwenden. Bei einem Prisma hat man zwei ebene Flächen, die nicht parallel zueinander sind. Zum Beispiel so etwas. Wobei der Winkel zwischen den beiden als der brechende Winkel Gamma angesehen wird. Naja, und wenn wir da jetzt mit einem Einfallswinkel auf dieses Prisma treffen, zum Beispiel von hier, dann wird es da einmal das Licht zum Lot gebrochen werden und dann hier wieder vom Lot gebrochen. Also das kommt so vom Lot gebrochen, wieder so austreten. Und Sie sehen hier sofort, Sie haben hier tatsächlich nun eine Richtungsänderung erzielt. Und da wollen wir uns jetzt anschauen, was das für eine Richtungsänderung ist. Wenn wir das da zum Beispiel geradlinig weiterverfolgen, können wir hier einmal einen Winkel Delta bestimmen. Das ist der Winkel, um den nun insgesamt die Richtung des einfallenden Strahles verändert wird. Dieses Delta nennen wir die Deviation. Um diesen Winkel Delta wird die Richtung des einfallenden Strahles verändert. Nun andererseits, diese Normalen hier, die stehen ja da senkrecht auf diese entsprechenden Glasflächen und dementsprechend ergibt sich hier gleich, dass der Winkel zwischen diesen Normalen hier wieder der brechende Winkel Gamma ist. Also Gamma ist der brechende Winkel.
Und mit dieser Darstellung können wir schon relativ schnell die Brechung an dem Prisma ermitteln. Das ist der Einfallswinkel Alpha 1. Hier nennen wir jetzt den Ausfallswinkel, der sich hier ergibt, Beta 1. Der ist hier wieder zum Lot. Und andererseits gibt es dann wieder einen Einfallswinkel Beta 2 und den nennen wir jetzt den Ausfallswinkel Alpha 2. Mit dieser Bezeichnung können wir sehr schnell die entsprechenden Beziehungen ermitteln. Da schauen wir uns einmal an, was wir hier erhalten, wenn wir die Geometrie hier betrachten. Sie sehen, das ist ein Dreieck mit diesen beiden Winkeln und das ist der gegenüberliegende Außenwinkel. Wie man also aus einfachen geometrischen Überlegungen weiß, ist es so, dass dieses Gamma, also dieser brechende Winkel, der auch hier auftritt, sich schreiben lässt als Beta 1 plus Beta 2. Weil ja die Summe der Winkel in diesem Dreieck 180 Grad sein muss und Beta 1 plus Beta 2 plus diesem Winkel muss 180 Grad sein. Das ist der Supplementärwinkel, daher ist dieser Winkel gleich der Summe der beiden. Ich glaube, das ist Ihnen auch aus der Mittelschule bekannt, dass der Außenwinkel eines Dreiecks gleich ist der Summe der gegenüberliegenden Innenwinkel. Ganz leicht auszurechnen. Nun, jetzt können wir versuchen, uns aufgrund dessen diese Deviation Delta auszurechnen. Ja, wie kommen wir auf diese Deviation Delta? Naja, da können wir so vorgehen, dass wir sagen, dieses Delta ist Alpha 1 minus Beta 1. Alpha 1 minus Beta 1, das ist der Winkel, plus Alpha 2 minus Beta 2. Das ist Alpha 1 minus Beta 1 und das ist Alpha 2 minus Beta 2. Alpha 1 minus Beta 1, Alpha 2 minus Beta 2. Die Summe der Innenwinkel ist gleich dem Außenwinkel. Also Alpha 1 minus Beta 1 plus Alpha 2 minus Beta 2 ist gleich hier diesem Außenwinkel Delta. Ja, und das ist es ja, was wir eigentlich ausrechnen möchten. Ja, und da können wir jetzt noch eine Umformung durchführen. Wir können ja sagen, das ist ja nichts anderes als Alpha 1 plus Alpha 2 minus Beta 1 plus Beta 2. Und das ist aber Gamma. Also man kann sich damit dieses Delta hier konkret ausrechnen. Alpha 1 plus Alpha 2 minus diesem Gamma. Damit haben wir also schon einen Ausdruck für diese Deviation. Delta ist gleich Alpha 1 plus Alpha 2 minus Gamma. Jetzt wäre es aber schön, wenn wir das noch etwas konkreter ausrechnen können. Und da wollen wir jetzt annehmen, dass alle diese Winkel, die ich hier eingezeichnet habe, eher kleine Winkel sind, sodass generell man annimmt, dass der Sinus jeder dieser Winkel x ungefähr gleich x ist. Wenn der Winkel klein genug ist, dann ist der Sinus des Winkels ungefähr gleich dem Winkel selbst. Allerdings dann immer im Bogenmaß gemessen. So ist es dann aufzufassen. Also wollen wir diese Winkel alle annehmen als im Bogenmaß gemessen.
Ja. Ja, natürlich. Danke. Sonst würde das ja auch gar nicht stimmen, dass wir da Alpha 2 minus Beta 2 haben. Das muss ja der da gegenüber sein. Das war jetzt nur schlecht gezeichnet. Übrigens, ich habe aus Zeitgründen das jetzt nicht hergelegt, aber das ist die entsprechende Darstellung und da steht natürlich der Winkel Alpha 2 richtig. Vielen Dank, das war ein Irrtum. Also für kleine Winkel hier wird immer das Sinus x ungefähr gleich x sein und dementsprechend nimmt in diesem Fall dann, also für kleine Winkel, das Brechungsgesetz eine einfache Form an, weil da ergibt sich ja dann, dass das Alpha 1 ungefähr gleich n mal Beta 1 ist. Alpha 1 bezieht sich aufs Vakuum, also haben wir n1 ist das Vakuum, 1 mal Alpha 1 ist gleich n mal, jetzt kommt hier Beta 1, was dort das Alpha 2 war. Also für kleine Winkel ergibt sich näherungsweise, wenn man statt des Sinus direkt das Argument hinschreibt von dem Sinus, eine derartige Darstellung für Alpha 1, Beta 1 und ebenso Alpha 2 ist ungefähr gleich n mal Beta 2. N ist der Brechungsindex des Prismas. Und wenn das aber so ist, dann können wir natürlich auch das Alpha 1 plus Alpha 2 näherungsweise schreiben in der Form, das was da oben vorkommt, Alpha 1 plus Alpha 2 ist daher ungefähr gleich n mal Beta 1 plus Beta 2. Ja, und in dem Fall wird die Sache dann natürlich besonders einfach, weil jetzt, wenn wir das haben, können wir die Deviation sofort ausrechnen. Damit erhält man in dieser Näherung kleiner Winkel, das ist hier natürlich die Voraussetzung, dass diese Deviation Delta geschrieben werden kann als Alpha 1 plus Alpha 2, das ist aber ungefähr n mal Beta 1 plus Beta 2. Und dann minus Beta 1 plus Beta 2. Na, dieses Beta 1 plus Beta 2, haben wir uns schon überlegt, ist gleich Gamma. Also ergibt sich Delta ist gleich n Gamma minus Gamma oder Gamma mal n minus 1. Also Sie sehen, dass diese Deviation, die beim Durchtritt durch dieses Prisma auftritt, die Änderung der Richtung des Lichtstrahls direkt mit dem Brechungsindex zusammenhängt und ansonsten nur mit der Größe dieses brechenden Winkels, der ja einmal für ein entsprechendes Prisma dann eben konstant ist. Sodass man also, wenn man unterschiedliche Brechungsindizes hat, man dann auch unterschiedliche Deviationen zu erwarten hat. Und das kann man sehr schön zeigen, wenn man etwa ein weißes Licht durch ein Prisma durchschickt. Ja, genau. Also Sie können hier sehen,
wenn man weißes Licht durch ein Prisma durchschickt, dass man da nachher kein weißes Licht mehr sieht, sondern dass das Licht in seine Spektralfarben aufgelöst wird, weil sich eben zeigt, dass das Licht beim Durchtritt durch Glas eine Dispersion zeigt. Das ist das Urexperiment zur Dispersion bei der Ausbreitung von Wellen in Medien. Für verschiedene Farben, sprich für verschiedene Wellenlängen des Lichtes, treten verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten auf. Und das bedeutet, dass für verschiedene Wellenlängen des Lichtes auch der Brechungsindex unterschiedlich ist. Und nachdem wir ja gesehen haben, dass die Deviation, das Delta, um was hier die Ablenkung erfolgt, direkt mit dem Brechungsindex zusammenhängt, kann man also aufgrund dieses Experimentes erkennen, dass bei der Durchtritt von Licht durch Glas eine Dispersion auftritt, dass bei unterschiedlichen Wellenlängen, sprich unterschiedlichen Farben hier, man dann auch unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten und damit unterschiedliche Brechungsindizes erhält. Was sich eben dadurch zeigt, dass auch die Deviation unterschiedlich ist. Sehr schön, danke schön, Herr Litschauer. Also Sie erkennen hier, wir erhalten beim Durchtritt von Licht durch Glas den Fall, dass das N sich bei verschiedenen Brechungsindizes, bei verschiedenen Wellenlängen des Lichtes ändert. Sie erhalten je nach Wellenlänge und damit Farbe des Lichtes eine unterschiedliche Deviation und das führt dazu, dass man eben hier eine Dispersion beobachtet und dieses Spektrum erkennen kann. Diese Dispersion hat aber ein ganz eigenartiges Verhalten und da bitte ich Sie jetzt wieder einmal um 2-3 Minuten noch Geduld. Letztes Mal habe ich Ihnen ja schon eine gewisse Vorgabe gegeben, habe schon gedroht, dass das wieder kommen könnte, dass das jetzt wieder zum Teil zurück sind, aber gleich fertig. Wir können diesen Brechungsindex gegen die Wellenlänge des Lichtes auftragen. Und grundsätzlich schaut die Sache so aus, für sehr kleine Wellenlängen und entsprechend hohe Frequenzen wird der Brechungsindex gegen 1 gehen. Wenn die Frequenzen kleiner werden und die Wellenlängen dementsprechend größer, Ausbreitungsgeschwindigkeit ist Lambda mal Nü, ist ja V-Phase, zeigt sich, dass hier jetzt nicht einfach so eine Vergrößerung des Brechungsindex in einer kontinuierlichen Form erfolgt, sondern es durchläuft mehrere Resonanzstellen, wo dann zwischendurch der Brechungsindex wieder zurückgeht bis zur nächsten Resonanzstelle, dann geht der Brechungsindex wieder zurück bis zur nächsten Resonanzstelle und dann schleift er sich letzten Endes für den statischen Fall auf einen Grenzwert ein. Das ist dann der Brechungsindex im statischen Fall. Das entspricht dann dem Wurzel aus Epsilon R aus statischen Messungen, so wie ich das dort oben eingezeichnet habe. Aber mit zunehmenden Frequenzen und abnehmenden Wellenlängen durchläuft das System aufgrund molekularer Eigenschaften, das ist kein einfaches Problem, das genauer zu untersuchen, mehrere Resonanzstellen und dazwischen ergibt sich immer wieder ein Anstieg des Brechungsindex. Also in einem solchen Bereich hier haben Sie das, was wir normale Dispersion nennen, hier wieder, wo der Brechungsindex mit abnehmender Wellenlänge zunimmt.
Das heißt, hin zu blauem und violettem Licht nimmt der Brechungsindex zu. Bei dieser Brechung am Prisma wird daher das Blaue stärker gebrochen als das Rote, weil Blau hat den höheren Brechungsindex im Vergleich zum Roten. Kürzere Wellenlänge, größere Wellenlänge. Sie werden dann später sehen, wenn wir über die Lichtbeugung am Gitter sprechen, dass bei den Gittern das Verhalten gerade umgekehrt ist und hat dort ganz andere Ursachen. Also diesen Bereich nennen wir die normale Dispersion, wo der Brechungsindex mit abnehmender Wellenlänge zunimmt und im Bereich dazwischen, in diesen engen Bereichen hier, das nennen wir die anormale Dispersion. Da kommt es zu scharfen Abnahmen des Brechungsindex über kleine Wellenlängenbereiche und dann setzt der nächste normale Dispersionsbereich an. Über alles genommen geht aber der Brechungsindex zurück. Und es ist auch bei Wasser zum Beispiel so, im statischen Fall ist das Epsilon R ja 81, die Wurzel daraus 9, aber für die optischen Frequenzen geht es schon auf ca. 1,3 zurück. Und würde man zu noch höheren Frequenzen und kleineren Wellenlängen gehen, nähert man sich der 1. Also im Prinzip, über alles genommen, geht der Brechungsindex mit zunehmender Frequenz zurück. Aber innerhalb eines Bereiches der normalen Dispersion nimmt er zu, um dann wieder abzufallen und hier wieder zuzunehmen. Also das möchte ich Ihnen nur qualitativ zeigen, um Ihnen die Begriffe normale und anormale Dispersion nahezubringen. Aufgrund dieses Verhaltens bricht ein Glasprisma blaues Licht stärker als rotes Licht. Jetzt habe ich Sie 6 Minuten über die Zeit aufgehalten. Tut mir leid. Dankeschön. Ja.